du schmeißt das weg. Onkel Billy und ich, wir sehen das wirtschaftlich. Wir holen uns dein Scheiß, verkaufen den zum Wucherpreis. Was nicht mehr geht, wird schnell repariert, recyceln alles garantiert. Na hör mal, das ist doch kein Müll. Wir sind die Bahn Finders, wir wollen in deine Scheune. Die Bahn Finders, Netflix ohne jede Bräune. Dein Schrott, den nehmen wir und dein Schraub nehmen wir zusammen. Was? Klar, das ist neu. Die Bahn Finders und wir wollen in deine Scheune. Die Aliens finden's angenehm. Wir sind die Bahn Finders. Yeah! So. Kommen wir zum nächsten. Die Schubkarre kommt auch hier zum Ausstellen. Zack. 25, naja, immerhin. Oh, Duck Tucker! Ja, du willst die heitere Katze, das ist ein guter Deal, aber ich muss mit dir feilschen. Denn so einfach ist das hier nicht. Oh ja, nimm die Katze mit. Was kann ich noch tun? Kann ich noch irgendetwas reparieren? Ne, dann stelle ich mal noch den Tisch hin. Ne, kann ich gerade nicht, ne? Ne, dann muss ich mir ein großes Regal kaufen und den Tisch verkaufen. So, hätte ich aber auch meine Verkaufssache noch einfach auf den Tisch stellen können, ne? So, das mache ich auch mal. Hallo, du möchtest... Oh! Junge, du bist der härteste Verhandlungspartner, den ich hier hatte. Schau, nimm oder lass. Na gut, dann nimm mit. So, dann kann ich jetzt... Ah ne, die Assembly Station, dazu habe ich jetzt zu viel gerade ver... Ja, hätte ich machen sollen. Jetzt kann ich die Assembly Station noch nicht bauen. Wie viel brauche ich dafür? 700 ist nicht so viel, wenn die beiden jetzt gut reincashen. Ja, Darling, ja. Oh. Plus 116. Du machst einfach... Wo hast du denn das ganze Geld her? Nimm mit. Bam. Und jetzt habe ich schön 1300 auf der Kante. Verkaufen nochmal kurz hier an dich. Einmal falschen werde ich noch. So. Haha, nimm mit. Jetzt wird die Assembly Station gemacht. Ich weiß Bescheid. Und jetzt hau ich das dort rein. Genau. Und hol schnell die anderen Dinge. Und dann mache ich noch schnell ein Moped zusammen. Das wird ja ein wunderbarer Spaß. Komm her. So. Hier einmal lang. Das könnte auch einfach mal von hinten offen sein. Ja, die Wand da könnte auch mal fehlen. Kann ich die wegmachen? Oh mein Gott. Gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Momentchen, ich bin hier gerade noch. Ich bin noch hinten. Ich muss noch was arbeiten. Hallo. Dann kommt das hier schnell dazu. So, fehlt nur noch der Motor. Bis jetzt ist es nur ein Laufrad. Hallo, gut Sir. Duck. Oh, Duck, Junge. Ja. Nimm mir das Ding mal ab für all dein Taschengeld. Jawohl. Oh, Doug, yeah. Du machst mich so glücklich. Ja, du machst mich so glücklich. 800 Latten hat er mir für das Scheißding gegeben. Wunderbar. Und wird der Rücken davon kriegen? Wird der davon Rücken haben? Sag ich euch, wie es ist. So. Und den Motor ran an die Assembly Station. Und damit ist das Moped fertig. Nee, okay. Hier möchtest du nicht mit dem Ding raus. Ist okay, ist okay, ist okay. Komm mal an hier. So. Dann rein in meinen Laden, ab auf die Ausstellung, so. Du hast aber auch... Gut, heute... Und du gibst mir trotzdem noch Geld. Du bist ja die coolste Socke hier im ganzen Laden. So, was möchtest du denn kaufen? Ja, kannst du haben. Aber was hast du mit der Schubkarre vor? Huch. Du willst es wirklich? Na, dann nimm es mit. Ist ein Kabier. Tschüss. Was gibt's noch zu tun? Oder kann ich weiter? Das hier muss ich zusammenbauen. Ist Teil der Kmiko 8-Bit-Familie. Habe ich aber nicht. Die Schubkarre kann ich nochmal anbieten. Komm ran hier, sei nicht so schüchtern.
Nee, so, kann ich anbieten. Ah, Agent, Agent, Sie sind es. Was denkst du über die Mondlandung? Was denke ich darüber? Ich war nicht dabei, sagen wir es mal so. Ist hier noch jemand? Ah ja. Du darfst die Schubkarre mitnehmen, aber... Du siehst heute so gut aus. Naja, und deswegen nimmst du sie für 135 mit, na klar. Oh, jetzt habe ich aber langsam richtig Ocken hier. Jetzt bin ich langsam richtig rich. Jetzt mache ich noch das hier frisch. Die kleine Tankstelle. Mal umdrehen, so. Zack. Hier auch nochmal einen dran prügeln. Und hier nochmal einen dran prügeln. Und damit ist das Ding fertig. Und es gibt mir 160, das ist ein Autoteil. Du möchtest noch einen Reifen, den kannst du haben. Oh ja, Junge, also... Du hast auch Haarspray-mäßig alles versucht, ja? Steht ja. So, kann ich jetzt nochmal irgendwo hin? Was hilft mir denn hier? Marys Uhr, Barnhub. Aber dazu brauche ich 2500 plus Min plus... Also ich brauche einfach noch viel mehr Geld. Ungelesen, American Dream. Haben Sie in letzter Zeit seltsame Träume? Sehen Sie Außerirdische? Leben Sie in einer Pfandleihe mit Ihrem Taugenichts-Onkel? Na, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn Sie all diese Fragen mit Ja beantwortet haben, bedeutet das, dass Sie jemanden im Schlaf ausspielen. Was? Wir wissen nicht, wer es ist, aber wenn Sie uns 1 Million zahlen, werden Sie Ihre fiesen kleinen Geheimnisse vielleicht nicht... Was? Werden Sie Ihre fiesen kleinen Geheimnisse vielleicht nicht der ganzen... Was? Okay. Suchen Sie nach wertvollen Gegenständen in den 3 neuen Scheunen von Miko. Ja, dann gehe ich doch. Dann gehe ich doch jetzt doch mal. Dann gehe ich doch jetzt mal ins DLC. Oder? Da komme ich nämlich kostengünstig hin, aber mir fehlt irgendein Tool. Hm. Ja, ich hab Cash. Aber das hilft mir nicht. Duck, gib mir mal bitte jetzt hier 500.000 für das, was du kaufen willst. Ah, ja, nimm mit, ey. Oh, ich kann dich sogar nochmal hochfeilschen. Das ist eine richtig schöne Felge, oder? Ist sie geil. Nimm mit. Oh, wünsche dir ganz viel Spaß damit. Was haben wir noch über den Stuhl? Stuhl Roy Daver. Ab zum Verkauf. Und der Rest ist zum Zusammenstecken. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier zusammengehört. Bietet ein umfassendes Sehvergnügen. Die DME-Doxing-Funktion sorgt beim Spiel für eine sofortige Bildaktualisierung. Doch. Vielleicht hängt das doch zusammen. Vielleicht kommt da jetzt der Bildschirm drauf. Nee. Da kommt was... Ach, da gibt's doch Joysticks für. Oh, das ist ja cool. Gut, dann werde ich das mal schnell wieder einlagern. Noch ein kleines Geschäftchen machen. Duck, Junge. Du bist ja schon wieder hier. Ah, oh. Naja. So. Und nimm den Stuhl mit. So, du darfst auch mal herkommen. Ja, ich würde das gerne kaufen, Mama. Ich will einfach noch viel mehr bezahlen. Bitte, bitte nimm mir noch mehr Geld aus der Tasche. Kein Problem. Mach's gut. Das habe ich schon 2000. Stetig. Passt das vielleicht zueinander? Speziell für die Bobek Pro-Kamera. Ne, die habe ich auf jeden Fall nicht. Okay, Suche nach deiner Bahn. Reise nach deiner Bahn, Suche nach geheimem Burger-Rezept, Reise nach Tante Marys Haus, Suche nach einer lauten Uhr. Oh ja, nimm mir mal das Moped ab, bitte. Dann kann ich nämlich... Ja! Oh, das ist jetzt wichtig, das zu treffen. Oh, das ist jetzt wichtig, das zu treffen. Ja. Mmh. 2,8. Und wisst ihr, was das heißt? Jetzt geht's ab. Zu Tante Marys Haus. Aber ich muss mir dafür noch Benzin kaufen. Scheiße. Dann warte ich mal. Ich habe nichts mehr zum Verkauf. Okay, dann muss es funktionieren. Das kann jetzt nicht anders gehen. Das muss ja jetzt klappen. Da muss ich ja ein Wahnsinns...
Das muss so gut werden. Okay, 3 Benzin kaufen und Abfahrt. Boah, bin ich jetzt gespannt, ne? Also wenn ich dafür 2500 in der Auktion bieten muss, dann muss ich da ja Schätze rauskriegen, noch und nöcher. Das wird ja ein Wahnsinn. Alles klar, also dafür bin ich ja richtig bereit, für Tante Marys Haus. Oh, er sieht auch ganz schön runtergerissen aus, aber für 2,5 wahrscheinlich immer noch ein guter Deal, ne? Aber mal sehen, wie der Auktionator so drauf ist heute und wie die anderen Mitbieter drauf sind. Es wurde aber lange geladen. Oh. Da muss ja richtig zur Sache gehen jetzt hier. Tante Marys, Mikos besondere Veranstaltung. Okay, dann mache ich hier mal erstmal. Oh, das ist ja riesig hier, das ist ja traumhaft. Da wird ja alles wegrecycelt und ich sage euch, ein Moonshine für eine schöne Theatervorstellung, die finde ich ja auch garantiert noch. So, da kam nichts raus. Also erhöht das einfach nur die Chance, das ist ja auch gut zu wissen. Das heißt, wenn ich eine neue Axt habe, dann kann ich hier rein? Nein, dann ist auch einfach die Chance höher, dass ich hier was bekommen kann. Das ist ja nicht schlecht. Hier hinten geht's auch noch weiter, oder? Nee, geht's nicht. Geht's denn hier noch weiter? Nee, auch nicht. Auch nicht. Kaputt. Und her mit dem Schrott. Ist hier noch was? Nee, wo ist denn das Klopapier? Das Klopapier ist doch hier auch noch irgendwo. So, wegrecyceln. Wo ist Papier de Klo? Hier ist noch der Stand. Und wegrecyceln, wegrecyceln. Jawohl. Hier liegt, was ist das denn? Mikko. Also Mikko ist ja wirklich hier der Alleshersteller. Von dem kannst du ja alles kaufen bei Mikkos. Wahrscheinlich sogar noch ein Hund und eine Oma. Hier ist nichts drin, hier ist auch nichts drin. Dann wird hier noch einer wegrecycelt. Zack. Oh, hallo Herr Auktionator, ich kann aber noch nicht. Ich muss mir erst noch Geld aus dieser Nachbarschaft holen, bevor ich ins Angebot einsteige. So, was haben wir denn hier? Ohne schöne Pünktchen-Tapete, die werde ich ja absolut gar nicht dran machen. Junge, ist die hässlich. Hier hinten ist nichts mehr. Gut. Nix. Nix. Das kann's doch nicht sein. Na gut. So. Dann glaube ich, habe ich alles und bin bereit für die Auktion. Und dann möchte ich bitte ins Haus. Und ich wette mit euch, es hat noch einen ganz fiesen Keller. Los geht's. Ich möchte die Auktion beginnen, ja. So, steige ich gleich hoch ein? Kann ich doch mal machen, oder? Komm, ich gehe mal 100 hoch. Ich werde mir das Ding holen. Zurück in den Schweinestall mit dir. Alter, du bist echt schlecht. Was ist das für Trash-Talk hier? Hört mal auf. Ich gehe sofort wieder hoch. Ah, willst du kämpfen, Tucker? Na klar. Ich gehe sowas von mit. Das kann ich aber verraten. Ich habe vor zu gewinnen. Oh, Leute. Puh, das wird aber teuer. Da hinten steht übrigens der Fiesling. Dem in die Eier zu treten. Denn. Ja, geh ich nochmal 400 mit. Komm. So, und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt bleibe ich niedrig. Falls es passiert. Ihr seid raus. Bitte sagt mir, dass ihr raus seid. Sehr schön. Für 2150 habe ich mir das Haus gekauft. Nett ist es hier. Und wenigstens nicht so gruselig. So, jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, was ich hier holen kann. Kann ich denn schon in die Garage rein? Bevor ich ganz reingehe. Kann ich in die Garage? Ne, von hier nicht. Okay. Dann geht's mal rein. Und welche Grauen haben sich hier abgespielt? Wer hat hier gehaust? Welche Hausbesetzer? Ich höre Musik. Ganz leicht. Hier ist ein UFO. UFO, why? 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 Okay, ein paar News. Hier liegt noch Pfand im Kühlschrank. Das wird zerhauen. Oh, was ist das denn? Ein Käfig für die Pet-Family. Das wird abtransportiert. Onkel Bille. Einmal übernehmen, bitte. Dankeschön.
Hier ist sonst nichts mehr, ne? Gut, die Küche war's. Ist aber nett eingerichtet, ne? Die Distößchen nehme ich noch mit. So, den Schrott auch. Jawohl, 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 jawohl. Hier wird auch nichts vergessen. So, was haben wir denn hier im Badezimmer? Eine was? Leben unter Schweinen. Also, mit den Tieren haben sie es hier, ne? Erst war der Ehemann das Pferd. Jetzt gucke ich mir an, wie ich da am besten bei den Säulen noch einsiedeln kann. Boah. Kann ich das nicht mitnehmen? Doch. Okay. Das ist ein nettes Poster. Das war's soweit. Hier ist alles clean. Also ich höre so ganz leicht Musik und es kommt nicht aus dem Radio und die war vorher nicht da. Ich hab das... Aha, hier brauche ich einen Schlüssel. Oder? Oder kann ich auch... Kann ich nicht auch mit meinem Diebeswerkzeug arbeiten? Aber ich kann das nicht anwählen. Auf welchem Knopf ist das denn? Das hat keinen. Huch! Oh, um Himmels Willen! Dietrich, bewege die Stifte in der richtigen Reihenfolge nach oben. Huh! Aha, okay, das war jetzt doch sehr leicht. Was steht hier denn? Wow, was ist denn das für eine Karre? Das ist ja, wie man so sagt, so ein Hochzeitsauto. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Modell ist, ne? Bei Autos bin ich raus, aber ich weiß, dass man das zur Hochzeit nimmt. So, na dann, werde ich das mal abtransportieren bei Gelegenheit. Onkel Billy wird das schon richten. Ein Staubsauger, der rote Zyklon. Oh. Schön. Hier ist nichts weiter drin. Hier ist nix. Was ist das denn? Eine Galebo-Trompete. Oh. Ja, so ein schönes Blechblasinstrument. Ist doch was fürs Auge. Und auch was fürs Ohr. Da habe ich noch was für die Wand gefunden. Ein Grammophon. Das könnte Topsy-Grammophon. Passt das irgendwo dazu? Ist das ein Item, mit dem ich, was ich noch bebauen muss? Wie heißt das denn eigentlich? Ein Road Toaster. So. Das war's soweit. Dann suche ich jetzt immer noch nach einem Schlüssel. Dann geh ich mal nach oben. Und was zum Geier ist denn mit dieser Oma hier? Aber vielleicht ist das Tante Mary oder wie hieß sie? Tante Sarah? Kann ich aber nichts mitmachen, ne? Nee, da unten wird noch abgeschleppt. Ein schöner Stuhl eines Grafen würdig. Und hier muss ich auch nochmal rein. Okay. Okay, dann ist das gleiche wie hier. Und ich höre schon das heilige Klopapier. Es ist hinter dieser Wand. Aber wie komme ich da hin? Aha. Das kommt mit dazu, das ist der Lemon White. Das passt natürlich dann zum Rechner, dann müsste der fertig sein. Oh, das ist eine schöne Kommode. Mh, die würde ich mir hinstellen. Dann ist es das hier auch schon fast gewesen in diesem Raum, ne? Wie komme ich denn dann raus? Ich suche ja auch noch nach einem Schlüssel, ist es nicht so? Und hier hinter ist... Hier ist doch was hinter. Wie komme ich da hin? Komme ich da nur von außen ran? Vielleicht, ja. Vielleicht. Weil hier ist ja sonst auch nichts. Aber ich will hier wirklich nach allem Ausschau halten. Ich habe auch noch total viel zu holen. Aber ich habe keinen Schlüssel. Oh, der Hinterhof ist ja voll. Oh no. Wo kann denn nur der Schlüssel sein? Oh, nee. Wo ist der denn? Hi, nee. Oh, nee. Tür zumachen. Hab ich hier schon reingeguckt? Nee, hier habe ich noch nicht reingeguckt. Bitte sag mir, dass der Schlüssel hier ist. Nein. Wo ist denn nur der Schlüssel? Nirgends. Wo ist hier ein Schlüssel drin? Hier war auch nicht. Hier ist er auch nicht. Ich muss wirklich jetzt aufmerksam sein. Liegt er vielleicht auf dem? Nee.
Hier irgendwo da drauf? Nee. Also, ich würde mal die Garage als clean callen. Was mit dem Badezimmer? Auf der Lampe? Nein, auch nicht. Wie komme ich in den Hinterhof? Wie nur? Ho, wie nur? Hm. Okay, hier konnte ich noch was. Noch ein Tuch abnehmen. Dann muss es oben sein. Dann habe ich irgendwas oben. Hier muss ich doch irgendwie reinkommen. Aber komme ich nicht, ne? Hä? Nee. Türe zu. Ist auch nichts hinter. Das konnte ich noch mitnehmen. Oh. Die Hündin Luna. Hängt da hinter der Schlüssel vielleicht? Oh, ja, tatsächlich. Oh mein Gott, ja. Oh Gott, ja. Gott sei Dank. So, was haben wir denn hier für ein schönes Gärtchen? Ui, eine Xenix 9mm. Die packe ich ein. Kann ich, ich würde gerne die Axt auspacken. So. Ja, das war nochmal knapp, ne? Da habe ich das Bild fast unterschlagen. Und das wäre, es war auch die letzte Möglichkeit. Da ist nichts hinter. Ist das hier Schmuddelkram? Ne, ist ein Pferd. Und wegrecyceln. Vielleicht kann ich mir dann auch irgendwann mal eine Statistik anzeigen lassen. Verwendbares Objekt. Aha, ich sehe. Da gehe ich später hin. Oh, das hätte ich mir mal durchlesen sollen. Da stand irgendwas drauf von Tante Mary. Ist das ein Poster jetzt gewesen oder habe ich das recycelt? Ah, scheiße. Scheiße, ich hab Lore geskippt. Ah, nee. Oh, Mann. Oh. Also, was ich sagen wollte, vielleicht kann ich mir irgendwann eine Statistik anzeigen lassen, wie viel ich denn hier auch benutzt habe. Das will ich nicht zerprügeln. Das stelle ich mal hier hin. Und wie viel ich recycelt habe. So, das sollte funktionieren, ne? So, wo ist denn hier überhaupt der Moonshine? Oh, was ist das denn? Ein Wash and Go. Das sieht aus wie eine Waschmaschine, aber nur das Innere einer Waschmaschine. So. Der Eimer gehört mir. Hier kann ich was buddeln. Dann mal los. Ui. Urne, letzte Reise. Na, das... Das ist doch bestimmt Tante Mary. Oh no. Jetzt greife ich hier auch noch die Toten aus. Eieiei. Und scharlachroter Eber. Na gut. Das werde ich gut weiterverkaufen, hoffentlich. Ich nehme auch das mal mit. Nicht, dass ich das vielleicht auch noch brauche. Wenn ich hier vielleicht so... So vielleicht. Genau. Und die Kiste hier dann da oben drauf. Sodass ich eine Rampe habe. So. Zack. Weil jetzt kann ich ja... Hier hoch. Okay, hab's geschafft. Ui. Und da oben ist das Klopapier. Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Schrott. Aber ich kann den... Kann ich den nicht recyceln? Dann muss ich ihn kaputt hauen. Okay, das mache ich gern. Ist aber auch interessant, ne? Dass man einfach nur von außen auf den Dachboden kommt, das macht doch keiner. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass irgendwer von euch schon mal gesehen hat, dass man auf den Dachboden nur von außen kommt, oder? Da ist doch immer eine Leiter innen. Aber hey, ich beschwere mich nicht, ich bin ja immerhin hier. So, die Uhr nehmen wir mit. Aber nicht alles, Onkel Billy. Es ist hier auch eine Sache übrig, wie mir scheint. Aber wo könnt ihr die sich denn noch verstecken? Und wo ist das Klopapier? Das habe ich auch noch nicht gefunden. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier wahrscheinlich sicher gehen. Was ist denn, wenn ich hier hochgehe? Komme ich da in den Nachbarsgarten? Nee. Aber ich kann auch das Klopapier von hier nicht sehen bis jetzt. Ich lasse mal die Kisten noch hier. Vielleicht brauche ich die, um mir noch irgendwie eine Rampe zu bauen. Aber das Klopapier ist auch nicht auf dem Haus, ne? Wo ist denn das, sag mal?
Ja, bis jetzt höre ich es auch nicht. Ich gehe noch mal kurz oben ins Obergeschoss. Denn da, huch, denn da war ja anscheinend hinter der Wand. Hier. Hier ist es. Hier ist noch was. Wie komme ich da hin? Ist da von außen vielleicht ein... Kann ich das vielleicht kaputt machen von außen? Ich hol mir mal... Oh, was ist mit dem Basketballkorb hier? Nichts. Vielleicht muss ich aufs Haus. Vielleicht muss ich aufs Haus und dann von hinten auch dort nochmal rein. Och, Gott sei Dank habe ich die Kisten gelassen, ne? Gott sei Dank. So, jetzt gib mal die Kiste her. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wie ich das mache. Hier müsste es gehen, ne? Ja. So, jetzt drehe ich das mal. So. Und so. Hinstellen. Du fällst. Nee, gehen wir noch weiter dann. Ja, so. Ja, könnte klappen. Könnte klappen. Dann die kleine Kiste. Hier hin. Und dann hüpf. Hüpf. Aber jetzt komme ich... Nee, da komme ich noch nicht hoch. Hm, knifflig. Hier auch nicht. Dann muss ich es vorne rum probieren. Dann versuche ich es mal von der Rampe der Garage aus. Von hier. Ja, von hier vielleicht. Fällst du um? Nee, du läufst stehen, ja? Ja, hier könnte ich es schaffen. Also erst auf die Garage und dann rüber aufs Vordach. Hui! Ich fühle mich wie so ein Einbrecher, aber es ist echt cool. Es ist echt super, dass man sich hier so ein bisschen überlegen muss, wie man das noch hinkriegt. Und ich jetzt natürlich völlig verhauen. Onkel Billy, wie... Junge, wie kommst du denn da hoch? Warum bist du denn da oben? Wie... Geht's darum? Muss ich hier von Haus zu Haus? Aber das würde ich nicht schaffen. Nee, das würde ich nicht schaffen. So. So was vielleicht? Da hoch. Da hoch. Und... Dann hole ich mal noch das letzte und bocke das jetzt alles noch einmal auf. So. Und dann muss ich das noch schaffen. Und warum auch immer Onkel Billy auf dem Dach ist. Der alte Klettermax. Das würde ich auch gerne können. Da brauche ich nochmal ein Coaching, Onkel Billy. Das musst du mir nochmal erzählen, wie du das gemacht hast. So, und jetzt hier nochmal? Nee. Also. So. Die lege ich jetzt hin. Die ist die Base. Ne? So. Oder? Und dann so. Oh, hoppla, 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 hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. So. Und so sollst du stehen. Steht das? Ja. Und jetzt müsste ich doch eigentlich... Kann ich dann, wenn ich das trage, während ich das trage, hoch darauf springen? Ja, das geht. Okay. Nein, nein, oh Gott, nein. Oh, warte mal. Doch, oh. Das ist... Doch, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Warte mal. Hm? Hm? Nee, aber so kann man ein bisschen schummeln, ne? Warte mal. Hoch. Das ist nicht einfach. Wenn ich das hier hinstelle. So, das hält. Okay, ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, jetzt da hoch. Da hoch. Ja. Aber ich komme da nicht ran. Nee, das gibt's nicht. Wie? Wie denn dann? Wie denn dann? Hup. Hier darf ich anscheinend nicht hin. Ich glaube, ich glitsche hier ein bisschen rum gerade. Aber ich muss doch da oben in das Zimmer rein, sag mal. Hier ist das drin. Hier muss ich rein. Ich halte gerade meine Hand ans Kinn und streichle mich am Kinn und frage mich, wie ich da jetzt reinkomme. Ich kann das doch jetzt hier nicht dabei bewenden lassen. Gibt es noch irgendetwas, was ich besser machen kann? Das einzige Item, was ich noch nicht habe, ist da drin, ja. Aber was soll ich denn... Oh, ich kann hier durch? Nee, ich kann nicht durchgehen. Ein letzter Versuch, ich gehe nochmal nach oben. Das einzige, was funktioniert,
ist, hier aufs Vordach zu gehen. Allerdings komme ich ja dann da nicht lang. Also ginge es nur noch von oben. Es ginge sonst nur noch von oben. Komme ich da auch ohne die Blöcke ran? Nur mit der Leiter? Ja, Gott sei Dank. Also komme ich nicht von hier oben ran? Nee, auch nicht. Das lässt mich unfassbar unzufrieden zurück. Verstehe ich irgendeinen Kniff nicht? Na gut. Vielleicht gibt es ja noch irgendein Item, was mich durch eine Wand warpen kann. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das noch rankomme, um ehrlich zu sein. Ich... Von hier? Nee. Lüftungsschacht? Nee. Was ist in der Theorie genau hier oben? Hier drüber. Dann gebe ich mich geschlagen. Dann ist es so. Dann muss ich's... Ja. Dabei bewenden lassen. Gut. Okay, Billy. Ich denke, wir gehen heim. Und lassen die Klorolle Klorolle sein. Und machen einen ordentlichen Reibach. Tschüss. Oh, lad das Ding mal auf. Oh, sieht das schick aus, das Auto. So, das Klopapier habe ich nicht gefunden und wahrscheinlich wird in dem Raum auch ein Gegenstand sein, den ich nicht hatte. Aber das ist okay. Immerhin habe ich ja jetzt hier wirklich fast alles rausgeholt, was ich rausholen konnte. So, aber, also, es gab doch noch nicht mehr Möglichkeiten, oder? Es macht mich fuchsig, Leute. Wie geht denn das, dass das nicht ging? Nun gut, dann möchte ich es bei dieser ersten Aufnahmesession belassen. Ich setze mich jetzt gleich in den Schnitt und baller die Folgen für euch raus. Und bis dahin, gehabt euch wohl und danke fürs Zuschauen. Ciao und tschüss.